So, das ist nur ein kleiner Aufnahmetest, wo genau das Mikrofon liegt und ob der Ingame-Sound aufgenommen wird. Ich nehme aber an, der wird auch über das Mikrofon aufgenommen. Hallo? Ich kann es nicht öffnen. Juff, danke. Wir spielen zum Test einfach eine Runde Alien-Shooter. Das ist ein ganz nettes Spiel. Man muss... ist halt so ein Shooter. Ganz normal, ne? Machen wir einfach mal schnell die nächste Runde, wo ich gerade stehe. Zack. Und los geht's. So. Hab bisher auch kein Geld dafür ausgegeben, werde ich auch nicht. Man kann relativ viel spielen, ohne hier Geld auszugeben. Also es ist... Recht free. Oh mein Gott. Man muss halt die Werbung gucken. Oh mein Gott, wir haben gerade einen Zweierkristall bekommen. Das ist voll selten. Und das in der Aufnahme. Unglaublich. Okay. So, ja, ne, man kriegt verschiedene Wellen entgegengeschmissen. Konzept ist relativ verständlich. Dann gibt es halt so Power-Ups zum Einsammeln. Bisher haben wir kein einziges bekommen. Wir haben bisher nur das Schiff gewechselt. Aber es gibt auch Power-Ups zum Einsammeln, das sind dann so blaue Pfeile. Bisher kommt keins, oh mein Gott. Normalerweise kriegt man in der ersten Welle schon 2, 3 hinterhergeschmissen. Das ist kein Power-Up, das ist eine Batterie zum Sammeln. Wenn man da 40 hat, im Moment sind es 40, danach sind es dann 50, bekommt man ein Drohnenticket. Wenn man genug Drohnentickets hat, kann man sich eine Drohne... Da ist endlich ein Power-Up, oh mein Gott. Das hat viel zu lang gedauert. So, bitte mehr davon. Unten links seht ihr... Unten links seht ihr... Hilfe. Den Level. Und der ist gerade mal bei 2. Also, das Maximum von dem Schiff ist 10 aktuell. Man müsste mit Münzen kann man das erweitern und so weiter. Und mit diesen Kristallen, die ich gerade gesammelt habe. Dieser Zweierkristall da oben... ist zum Beispiel gerade der Kristall, der das Schiff hier erweitert. Also da könnte man jetzt aufrüsten. Also jetzt nicht gerade, aber halt danach dann. Ich hätte jetzt auch zu den Roten wechseln können, will ich aber nicht. Weil dieses Zweierschiff hier, das hat die besondere Eigenschaft, dass es, wenn der Level hoch genug ist, dann spreadet es so ein bisschen. Alla. So, jetzt geht's langsam los mit dem Aufteilen. Und das macht der Rote zum Beispiel nicht. Der Grüne macht es auch, aber nicht ganz so gut. Und der Blaue ist bei mir, glaube ich, ein bisschen stärker schon gelevelt als der Grüne. Ich bin mir aber gerade nicht sicher. Oh boy. Die seitlichen Meteoriten sind besonders gefährlich. Weil man dann nie genau weiß, wo man hinkommt. Und ihr müsst eine Sache bedenken, wenn ihr das jetzt sehen solltet, falls ich das hochlade, falls das eine ordentliche Aufnahme wird. Ich habe die ganze Zeit den Finger auf dem Schiff. Das heißt, es kann passieren, dass ich von was getroffen werde, was ihr seht, aber ich nicht, weil ich mir mit meiner Pfote verdecke. Das kann passieren. Dann bitte nicht wundern. Ja, man steuert über den Finger. Oh mein Gott. Gut, dass ich die erwischt habe. Wenn man einmal stirbt, kann man sich einmal kostenlos wiederbeleben, wenn man eine Werbung anguckt. Ansonsten muss man Münzen zahlen. Und Münzen werde ich ja. Das ist jetzt, wenn man das S einsammelt, dann wird das Schiff einmal so gelevelt, wie wenn es voll wäre, wie wenn man alle von den Dingern gesammelt hätte. Das heißt, das ist das Maximum, was das Schiff kann. Oh, wir können zu dem Lilanen wechseln. Den hatte ich bisher noch nie. Den habe ich aktuell auch noch nicht freigeschaltet. Den kann ich also normal nicht einsetzen, nur wenn ich wechsle. Das ist dann so ein Lasertyp, ne? Also man sieht die Schiffe... Mist! Ja, gucken wir uns eine Werbung an. Die Schiffe haben verschiedene Eigenschaften. Das war jetzt blöd. Oh mein Gott, ne? Halbe Minute Werbung angucken. Dafür, dass man sich wiederbeleben kann. Why not?
dann fühlt sich das zumindest sinnvoll an, die Werbung laufen zu lassen. Ja, das ist ja. So, 2, 1, zack. Und jetzt kommt gleich oben rechts das X. Zack. Und wir können weitermachen. Das war jetzt gerade schon besonders ärgerlich. Wenn ich jetzt noch drauf gehe, ne? Weil ich einfach. Hätte ich jetzt den blauen noch, ihr seht es ja gerade, der macht halt gerade nicht, der ist gerade nicht so sinnvoll, um darüber zu kommen. Mein Gott. Um darüber zu kommen, ist der gerade überhaupt nicht sinnvoll. Dafür wäre jetzt der blaue halt viel besser gewesen. Okay, das war's. Sheesh. Yo, was? Achso, und ich kann jetzt, mache ich nochmal Werbung, um mein Geld zu verdoppeln. Man kann nach jeder Runde das Geld verdoppeln. Und das Geld ist wirklich wichtig. Das brauchst du zum Beispiel, um die Schiffe aufzuwerten und so weiter und so fort. Aber ja. Ich habe noch gar nicht gesagt, warum ich gerade einen Aufnahmetest mache. Ich habe ein neues Handy. Das habe ich schon eine Weile, aber damit habe ich halt noch nicht aufgenommen. Und jetzt habe ich mir da so ein Aufnahmeprogramm draufgeladen und wollte mal gucken, ob das alleine ausreicht, um sinnvoll aufnehmen zu können. Oder ob das jetzt qualitätstechnisch vom Ton her vor allem richtiger Mist ist. Weil es ja über das Handy von, über das Mikrofon vom Handy jetzt alles aufnimmt. Ne? Sowohl Ingame als auch mich. Weil Ingame kann es ja nicht aufnehmen unter Android. Da müsste man es ja, wie heißt es, jailbreaken oder so. Okay, ich gehe kurz ins Menü, dann zeige ich euch mal kurz den Aufrüsten-Bildschirm. Das ist der hier. Und da kam jetzt hier unten eben, da unten hier, ich hoffe, ihr seht den Punkt, ich weiß es nicht. Da unten rechts bei Aufrüstung. Das obere ist einfach nur die Stärke, dafür muss man nur Geld zahlen, aber um das Level der Kugel zu erhöhen, dass man also mehr mehr innerhalb des Spiels dann den Schuss erweitern kann. Dafür braucht man diese Kristalle. Im Moment bräuchte ich 3 dafür. Ich habe jetzt nur einen von dem Level 2 Schiff. So, und jetzt haben wir aber gerade gesehen, wir haben den hier freigeschaltet. Ach so, den habe ich freigeschaltet wegen einem Level. Ja, jetzt verstehe ich das. Weil mein Level erhöht ist. Und jetzt könnte ich den für 35.000 kaufen. Das ging vorher nicht. Der zum Beispiel ist noch nicht freigeschaltet. Dafür bräuchte ich Level 25. Ne? So, deswegen ist das gerade passiert. Das war jetzt gerade vollkommen voller Zufall. Okay, dann machen wir jetzt nichts weiter hier. Das war dann alles, was ich zeigen wollte. Schauen wir mal, wie die Aufnahme geworden ist. Falls das hochgeladen wurde, danke fürs Zuschauen und tschüss.